So, was ist jetzt hier los? It's been a while. I came here with Red once. You came here with Red? It was a long time ago. He and I had only just met. Don't hold out on us. Give us the deets. You want to hear about your grandpa too, right? From a very young age, Red was quite popular with the villagers. They all wanted to spend time with him. Even though I didn't show much interest in him. For some unknown reason, he followed me around all the time. Hey, wait up, Alwyn! Stop following me. You and your little entourage really get on my nerves. Oh, come on, I just wanna... Whoa! Ouch! Huh? A monster! Also, den will ich in mein Team aufnehmen. It disguised itself as a boulder. That was close. What are you doing? Thank you, Alwyn. Thank you? Of course. You just saved my bacon. All I'd done was chase away a monster, an easy feat. I couldn't understand why he'd thank me. Hey, it's only natural to thank someone for helping you, right? All I did was chase away a monster. You're a real funny one, aren't you, Alwyn? Come on, we need to find where it's hiding. Wie wär's, wenn wir mal bei ein paar Felsen anfangen rumzuklöppeln? Alwyn hat uns mit seiner Rückblende ja jetzt sowieso schon gesagt, was für ein Monster wir suchen. Das Monster könnte sich zwischen diesen Steinen verstecken. Wähle einen und untersuche ihn gründlich. Na, wenn's weiter nichts ist. Ich denke eigentlich mal, es müsste ein kräftiges Monsti sein. Haben wir hier noch einen weiteren Katzerwarnstand? Upsala. Nochmal kurz abspeichern. Und dann geht's weiter. Oh ja. Es wird das Monsti aus der Rückblende sein. Was ist das da hinten denn? Hat hier eigentlich ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Bulldrom. Oder vielleicht doch ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit einem Dino. That's Stein. This rock's kind of a weird shape, don't you think? Looks inviting. Maybe we should take a load off. Wait. You shouldn't sit on that. I'm pooped. Just a little break isn't gonna hurt. Check me out. I thought so. Looks like we found our monster. Okay, buddy, let's do it. Time to ride on. Tja, Alwyn, da werden Erinnerungen wach. Das Monster aus deiner Rückblende tritt uns jetzt im Kampf gegenüber. Ein Bariot, oder? Oh, Basarios. Bariot war also ein anderes Monster gewesen. Basarios haben eine harte Außenschale. Stumpfe Angriffe werden da am besten funktionieren. Was? Klingt also jetzt die Zeit für Hämmer und Jagdhörner gekommen, Kumpel. Ja, ein Hammer haben wir. Ein Jagdhorn? Nein. So etwas haben wir noch nicht gebastelt. Okay, erst einmal alle anfeuern. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal die beste Idee. Halter!
Alter Verwalter, er ist ein Techniker? Okay, wenn du ein Techniker bist, dann sollte ich mal unsere Monsters mal auswechseln. Azuros? Komm jetzt mal her. Wir müssen mal mit ein bisschen Kraft angreifen, mein Lieber. Während Alvin sich heilt. Interessanterweise hat es jetzt so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Seine Haut scheint wohl doch ein bisschen härter zu sein als erwartet. Ja, ernsthaft, also irgendwie funktioniert er ja gar nichts. Und wieso kann er sagen, Felsenmonster Giftgas einsetzen? Man kann also wirklich sagen, er ist ein harter Brocken. Tja, man kann es wirklich so sagen, er ist ein harter Brocken, den wir nicht unterschätzen dürfen. Was, er ist weggerannt? Hey! Das war ein bisschen unfair! Also ernsthaft, das war unfair! Wir haben unser Bestes gegeben und er haut einfach ab? So viel zum harten Brocken. Das getarnte Monster war also ein Basarios. Wundert mich nicht, wir müssen es besiegen, um die Dörfler zu beschützen. Er tanzt bestimmt wieder als ein Felsbrocken. Wenn dir irgendwas Komisches auffällt, schau genau hin. Naja, währenddessen könnte ich dann erstmal den hier besiegen. Das könnte auch ein ziemlich gutes, kräftiges Monster für uns sein. Was ist das? Ein Tetsukabra. An der Stelle hat es mich doch ein bisschen gewundert, weshalb Ranma nicht auf Geschwindigkeit geht. So, jetzt aber. Na komm schon, Dicker, lass dich von uns besiegen. Es dürfte eigentlich auch nicht mal zu lange dauern. Haben wir noch Farbbälle? Also irgendwie sind alle Farbbälle, die wir einsetzen, wirkungslos. Aus meiner Sicht her ist es wirklich ein bisschen komisch. Tja, ich finde das Ganze wirklich ein bisschen komisch, dass bisher unsere Farbbälle kein einziges Mal richtig funktionieren. Aber gut, doppelte Geschwindigkeitsbindung. Okay, das ist nicht gut. Das ist ganz einfach nicht gut.
Okay, erhöhen wir unsere Geschwindigkeit. Tja, wir haben ihn besiegt. Ein ganz klarer Sieg. Aber seien wir mal ehrlich, das war nix. Besonders ja auch mit der Tatsache, die Farbbälle, die funktionieren kein Stück. Aber die Frage stellt sich doch, weshalb funktionieren die Farbbälle nicht? Ja, das wüsste ich wirklich mal zu gerne. Weshalb funktionieren die Farbbälle nicht? Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich würde zwar jetzt am liebsten auch wieder einen weiteren Farbball werfen, aber ich habe sowieso das Gefühl, das funktioniert nicht. Ja, noch einmal haben wir den Tetsukabra besiegt. Aber er zieht sich immer noch nicht an seinen Bau zurück. Schade. Wirklich schade, aber vielleicht haben wir das große Glück und wir haben ihn hier drin. So oder so, wir müssen mal versuchen, in diesem Bau ihn zu erwischen. Mein blauer Jan Kutko. Okay, die ganzen Eier sind jetzt wieder weg. Schade. Tetsukabra. Dich hätte ich jetzt zu gerne. In mein Team. Ebenso auch den Basarios. Oder natürlich auch den Tigrex aus dem letzten Part. Okay, wir haben jetzt ein feuchtes Leviathanen. Sag mal, spinnst du jetzt? Also gut, was war das? Wir haben jetzt ein feuchtes... Ah, hier können wir den Felsenbrecher einsetzen. Endlich. Warte mal, wir haben hier drin in diesem Bau einen Katzerwarnstand? Okay, noch einmal. Tatsache. Warte mal, Tatsache zum zweiten. Wir haben hier zwei Katzerwarnstände. Warte mal, noch ein königliches Monster? Hier ist ein weiteres königliches Monster. Was bist du? Ich weiß aktuell nicht, was du bist, aber ich weiß, da drüben ist ein goldener Bau. Was wiederum bedeutet, wir könnten ein seltenes Monster jetzt kriegen. Ein Monster, was wir bis jetzt noch nicht hatten. Es zieht allerdings hier drin wie Hechtsuppe. Okay, ein blauer Ian Kutku. Ein kleines Familientreffen wäre hier also angebracht. Warte mal, was haben wir hier? Eine Schatztruhe zum ersten. Und
Und dann eben hier ein paar Pilze zum zweiten und ein paar Beeren. Nitropilze. Noch mehr Nitropilze. Ja, nett. Aber wir suchen eigentlich immer jetzt immer noch das Monsternest hier. Ja, Monsternest gefunden. Monsternest ist leer. So kann es natürlich weitergehen. Oh yeah. Große Pilze sind jetzt natürlich auch noch ein neues Item. Nein, ein Ei, was wir sowieso schon mal hatten. Ein uninteressantes Ei. Noch mehr uninteressante Eier. Und ein Regenbogenei. Tja, die Eier sind weg und mein Paolomo hat uns erwischt. Tja, warst du erst ein Techniker? Yo, du warst ein Techniker. Mit etwas Pech war das ein Paolomo-Ei. Also gut, Azuros. Lass mal deine Zunge nicht so weit hängen. Und lass uns mal dieses Monster besiegen. Wir haben da sowieso noch was anderes jetzt vor. Okay, right on. Zeit für eine neue Bindungsfertigkeit. Wir aktivieren die Jägerklaue. Ja, gekonnt. Gekonnt haben wir doppelten Lachs erwischt. So, Zeit für einen letzten Bogenangriff. Oh, das war knapp. Das war jetzt wirklich knapp gewesen. Aber gut, in der 8. Runde haben wir den Paolomo besiegt. Haben noch ein bisschen Pelz ergattert. Und nicht zu vergessen das Regenbogenei. Ja, ein bisschen EP schadet nie. Allerdings war das Ganze jetzt noch nicht so, wie ich es haben wollte. Bei dem ersten Regenbogenei, was wir eingesammelt hatten, war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. War das jetzt richtig? Und diesen Monster wollen wir beim besten Willen noch nicht aufwecken. Wenn wir den Tigrex noch nicht besiegen konnten, dann werden wir dieses Monster, was auch immer das jetzt sei, auch noch nicht schlagen können. Oh, sieh mal an, 1-Bau.
So oder so lohnt sich dieser Part jetzt. Wir haben zwar bis jetzt noch nicht den Basarios ein zweites Mal herausgefordert, aber hier bei diesem Felsen... Warte mal, Felsenhügel 1-Bau könnten wir noch mal ein paar weitere Kronkorken erhaschen. Gegen den Kutku da drüben will ich eigentlich nicht kämpfen, aber wenn es nicht zu vermeiden gleich ist... dann müssten wir es machen. Warte, was war das? Irgendetwas war jetzt hier eben. Ja, verdammt nochmal, ich wollte jetzt gerade mein Monsti wechseln. Und was ist dann geschehen? Wir wurden herausgefordert von Yagias. Okay, ihr wart Geschwindigkeitsmonstis. Da bin ich mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. Und erhöhen wir nochmal die Geschwindigkeit. Ja, wie immer unterschätze ich diese Monster ein bisschen. Und das ist natürlich auch wieder ein Fehler. Oh, gut, jetzt haben wir die Kronkorken. Ja, theoretisch könnten wir jetzt eigentlich schon den Bau wieder verlassen. Aber irgendwo hier ist noch das Monsternest. Und das müssten wir eigentlich auch noch finden. Okay, da ist noch ein weiterer Tetsukabra. Ob der Name eigentlich eine Anlehnung an den Shuka-Kabra ist? Müsste er eigentlich. Na gut, das Ende müsste jetzt kommen. Komme, was wolle, der Tetsukabra ist besiegt. Das wäre jetzt schon der dritte. Allerdings kriegen wir nicht sehr viele Materialien aus diesem Tetsukabra raus. Die Weiterverarbeitung ist bisher nicht gerade sehr gut gewährleistet. Und was ist das da? Eine Schatztruhe. Gut, 6 Kronkorken. Und du? Auf! Ah, jetzt bin ich ja sack in diesen verdammten Azuros reingelaufen. Toll, was warst du noch für einer? Technik, das war nix. Das war nicht deins.
jetzt ist er mal wieder ein wild gewordener Bär. Aber das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Tja, es hat keinen Unterschied gemacht. Wir haben neue Kronkorken. Wir haben ein weiteres neues Monsti-Ei. So kann's weitergehen. Natürlich hätte das Ganze auch anders weitergehen können. Wären wir nicht so blöd gewesen und genau in den Azuros reingelaufen. Na, dann erstmal weiter am Text. Der Basarios muss auch noch gefunden werden. Und höchstwahrscheinlich kriegen wir durch ihn auch noch ein neues Ei. Gefunden, jetzt werfen wir dem Monster ein paar Steine in den Weg. Ernsthaft? Ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht gefunden. Stattdessen haben wir einen weiteren seltenen Monsterbau und das Gespräch mit Alvin unterbrochen. Und die Sache mit dem Tetsukabra gebe ich nicht auf. So, wie gesagt, er war ein kräftiges Monster. Und glücklicherweise, ja, sind wir schneller, sind wir stärker. Und sind natürlich gleich mal wieder unaufhaltbar. Ich würde aber eigentlich auch mal drauf tippen, dass dessen Monster-Ei ein bisschen rötlich sein müsste. Alles Weitere wäre ja ein bisschen komisch, wenn nicht. Aber bis jetzt haben wir wirklich nichts anderes als Schuppen von dem Typen gekriegt. Schuppen hier, Schuppen da. So geht das immer weiter, sag ich ja. Drei neue Tränke haben wir nun hier. Drei neue Tränke. Das finden wir super, ja, hier. Und wir sind in der Sackgasse gelaufen. Ach, Naviru, könntest du das mal nachlassen? Okay, irgendwo habe ich das Nest jetzt übersehen. Also, wir sind von dort gekommen. Also müssen wir, glaube ich, jetzt hier abbiegen. Und ist wieder mal bloß ein Loot drauf. Nein. Nein. Das wäre jetzt schon wieder fast schief gelaufen. Hoffentlich erwischt er uns nicht. Hoffentlich erwischt er uns nicht. Gut, wir haben es geschafft.
aber ist trotzdem wieder enttäuschend. Es ist nichts weiter als ein brennendes Vogelweibern-Ei. So, hier haben wir einen Wettstein. Noch ein Stein. Irgendwas war jetzt eben an uns vorbeigehuscht. Noch ein weiterer Monsterbau. Und hier haben wir ihn. Basarios, Runde 2. Wir sind mit dabei. Und dieses Mal lass dich von uns besiegen. Damit wir ein weiteres Monster-Ei kriegen können. Ah, verdammt, stimmt ja. Wir brauchen den Hammer. Aber ich habe das ungute Gefühl, er gibt noch nicht auf. Nein, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Ja, in der Tat, wir müssen mehr Zeit investieren. Denn er bleibt jetzt aktuell wirklich ein bisschen unbeeindruckt von dem, was wir hier tun. Und anscheinend müssen wir immer eine gewisse Anzahl an Schaden verabreichen, bevor die nächste Runde beginnt. Obwohl, so ganz stimmt das jetzt nicht. Okay, das hätte man mir früher mal sagen können. Tja, gute Frage. Wie kann er sich mit so einem großen Körper überhaupt so schnell bewegen? Aber diesmal haben wir seine Schale oder seine Felsenhaut schon ein bisschen angeknackst. Er ist entkommen. Wahrscheinlich versteckt er sich wieder zwischen den Steinen. Tja, ich schätze, wir müssen ihn wohl wiederfinden. Ja, müssen wir wohl. Noch ein weiteres Mal oder vielleicht noch ein paar Mal. Male mehr müssen wir hier in dieser felsigen Gegend Basarios finden. Ach, noch ein Katzerwarnstand. Gut, liebe Leute. Ihr wollt mir doch jetzt verarschen. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Okay, ich werde den Part nicht beenden, ohne vorher diese Viecher besiegt zu haben. So, Yagi Nummer 1 besiegt, Yagi Nummer 2 besiegt. Und dann hauen wir gleich mal den Azuros zu Brei.
Ja, und jetzt haben wir ihn auch gleich wieder. Kritischer Schaden, 1, 2, 3. Mit den drehenden Meteor sind wir leider nicht mit dabei. Dann einfach so. Ende Gelände. Tja, unsere Angriffskraft wird immer besser. Aber trotzdem. Weiterer Katzerwarnstand aktiviert. Dann gibt es da drüben natürlich wieder einen blauen Ian Kutku. Aber da drüben wiederum. Hier ist auch noch eine Truhe. Ach, wisst ihr was? Wir kümmern uns im nächsten Part erst einmal um Basarios. Dann nehmen wir natürlich erstmal den Hammer. Mal überlegen. Mal überlegen, mal überlegen. Überlegen, überlegen. Wie war das jetzt noch? War jetzt. Warte, er war Techniker. Gut, er war ein Techniker-Monster gewesen, also hauen wir mit Basarios im nächsten Part zu Brei. Bis dahin sage ich dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Dann werden wir sowieso auch noch unsere seltenen Monster-Eier ausbrüten. Yo, das machen wir. Und damit sage ich bis dann und ciao.